Campus-Szene. Doch, fantastisch, Wahnsinn. Großartig. Maschinenhalle 1 ist eine Komposition für 12 Klangplatten, 12 Automatenklaviere, 12 Computer mit 12 Monitoren und die entsprechenden Performer und Performerinnen. Das Stück hat sich eigentlich über die Jahre aus unseren Arbeiten mit der Christine Geig und dem Winfried Ritsch zusammen entwickelt und reflektiert ganz stark auf einerseits auf das Wiederholungsprinzip, auf das Prinzip von Loops in ihren verschiedensten Schattierungen und andererseits aber auch auf das Prinzip Bewegung, wobei hier Bewegung das Bindeglied zwischen Klang und Körper wird. Eigentlich ist der Knackpunkt in diesen Stücken, dass es eine Differenz in der Zeit ist, die hier abgebildet wird. Dass eigentlich der Unterschied in der Zeit, die Bewegung, das Bindeglied wird, dass die Bewegung ja sehr wohl etwas Musikalisches ist und genauso etwas sehr körperlich-gestisches ist. Alles das, was sich auf den Platten abspielt, wird auf Klaviere abgebildet und diese Komposition stellt ja im Raum ein Metaklavier dar, diese 12 Tasten mit den 12 Tönen, stellt in sich sowas wie eine Hommage an die Dodekaphonie irgendwie auch dar, an die Zwölftönigkeit, die das Klavier irgendwo beherrscht und es spielt das Stück in der Architektur natürlich auch mit dieser Zwölftönigkeit, ich möchte schon fast sagen ironisch, herum. Also es gibt Serien, die das Stück beherrschen, die jetzt auch auf der Lichtebene sichtbar sind, aber auch in den Raumverteilungen sichtbar werden. Und da gibt es dann so sozusagen eine Friktion zwischen einer großen mathematischen Struktur, die man auch seriell nennen könnte, wo es um Verteilungen von Dichten geht, von Pausen, von Signalen und Rauschen und all diesen Dingen und andererseits dann wieder diese unmittelbar sinnliche Struktur, die diese Primärstruktur auch wieder verhüllt oder überzeichnet oder mit Unschärfen übermalt. Das Stück ist so ein Grenzgang zwischen dem dauernden Kippen von ultrapräzisen idealen Anweisungen und sinnlichen Unschärfen, mit denen das Stück quasi auch spielt und wo sich quasi eine Primärstruktur, die sehr, sehr spekulativ ist, die sehr, sehr, ich würde sagen, platonisch irgendwo einmal angelegt ist, in eine sehr sinnliche Sekundärstruktur verwandelt, wobei das in der Wahrnehmung umgekehrt ist. Also ich glaube, ich als Zuschauer oder Zuhörer würde zuerst natürlich diese Sekundärstruktur als Primärstruktur wahrnehmen und kann dann vielleicht die Primärstruktur entschlüsseln, diesen Plan entschlüsseln, aber der schaut nur so okkasionell irgendwo heraus und kann vielleicht nur ahnen, dass der irgendwie der ganzen Komposition zugrunde liegt. Eigentlich ist es gedacht, dass es ein Henne-Ei-Problem werden sollte. Das heißt, dass ich eigentlich nicht klar sagen kann, generiert die Bewegung den Rhythmus und den Klang oder der Klang die Bewegung. Also das sind rückgekoppelte Prozesse, auf die wir hier hinstreben und vielleicht kann man das am besten von der Entwicklungsgeschichte des Stücks erklären. Der Winfried hat zunächst einmal ein Instrument gebaut, Das es vorher noch nicht gegeben hat. Und wir haben dann in monatelangen Arbeiten einfach gespielt mit dem Instrument. Es ist wirklich so, dass wenn das Instrument wirklich sehr sensitiv eingestellt ist, jede kleinste Bewegung schon Klang erzeugt und es zu einer wirklich sehr
direkten Übertragung von Klang in Bewegung und von Bewegung in Klang kommt. Es ist natürlich so, dass durch diesen Rückkopplungsprozess des Samples und Loopens auch wieder Klang zurückkommt, der wieder auf die Bewegung wirkt. Und so hat sich eigentlich der Katalog der Bewegungen aus diesem Wechselspiel ergeben. Das war eigentlich ein Resultat, das Stück hat sich mehr oder weniger selber organisiert. Es ist eine Komposition, in der ich keinen einzigen Ton notiert habe, sondern es ist einfach ein Instrument, das vielleicht auf eine bestimmte Art gestimmt ist und der Rest hat sich selbst generiert. Das heißt, es gibt in dem Stück de facto schon ein sich zurückziehen des werkschaffenden Komponisten. Die Tänzer und Tänzerinnen schaffen das Werk eigentlich im Moment der Performance. Für mich sind Tänzer und Tänzerinnen mehr oder weniger Bewegungsmusiker. Ich sehe das, für mich ist jede Tanzbewegung ist immer Musik. Es hat immer einen Rhythmus, einen gestischen Inhalt. Es ist für mich fast synonym mit einer lautlosen Musik quasi. Und wir haben natürlich uns selber auf die Platten draufgestellt. Und die Rechnung ist in der Hinsicht wirklich wunderbar aufgegangen, weil wir haben nichts rausgebracht am Anfang. Und dann ist die Christine draufgestiegen, die ja selber Tänzerin war und ist und natürlich auch diesen ganzen intellektuellen Überbau hat als Choreografin, dass sie weiß, woraus kann ich jetzt auch ein Stück bauen. Und kaum, dass die draufgestiegen ist, hat das was hergegeben. Ich glaube, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, die Differenziertheit einer Bewegungssetzung, die Bewusstheit. Das ist genau das, was der Pianist am Klavier erlernt. Das ist dieser Anschlag, diese unglaublich komplexe Bewegung des Anschlags, einen Ton am Klavier hervorbringen kann und letztendlich auch ein Schumann-Intermezzo irgendwie gestalten kann. Und das war das eigentlich für mich das unglaublich Schöne an der Arbeit, dass man zuerst noch sehr viel gestützt hat und dann also wirklich dann in den Soli, vor allem in den Soli des Stücks, plötzlich Dinge passiert sind, wo man gemerkt hat, hier liegt eine Tänzerin auf einer Metallplatte und ist kundig. Sie weiß genau, wenn sie die und die Bewegung macht, entsteht das. Ist dann momentan vielleicht ein bisschen überrascht, aber ich sehe dann so quasi eine Einheit aus einer Musikerin und einer Tänzerin, diese Austauschbarkeit der Rollendefinition, dieses nicht entschlüsselbare des Mappings, der Abbildung. Ist es jetzt der Rhythmus, der die Bewegung erzeugt, oder ist es der Klang, der die Bewegung oder erzeugt die Bewegung den Klang? Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, den dieses Stück erkunden soll. Und das ist eigentlich auch eine Recherche. Und der Subtext ist sicher auch politisch, weil diese ganze Definition von Kollektiv, des kollektiven Wiederholens von Tätigkeiten, das Scheitern einer Anpassung oder der scheiternde Versuch einer Anpassung, aber gleichzeitig auch ein bisschen obszöne Spiel mit der Dialektik von Lust und Terror bei koordinierten Rhythmen, große Massenstrukturen koordinierte Rhythmen irgendwo projizieren, aber genauso diese Szenen, die auch die Verzweiflung zeichnen, die Wiederholung eines Zusammenbruchs, der Kollaps, der sich dann wiederholt, mit der Maschinenartigkeit und gerade die Geschichte der ganzen psychischen Erkrankungen und psychischen Probleme ist ja von Wiederholungen gezeichnet, die Süchte sind von Wiederholungen gezeichnet. Für mich sind es diese ganz starken Bilder der Kassiererin im Supermarkt, die
dort sitzt und wirklich diese gleichförmigen Bewegungen immer wiederholt. Und dann ist es natürlich auch das Proben und das Üben, das in sich schon eine Wiederholung ist. Und das sind alles Dinge, über die das Stück im Subtext nachdenkt. Also da gibt es schon sozusagen Überlegungen, die jetzt, wenn man sagt, was soll man lernen jetzt aus dem Stück? Oder was wäre jetzt eine Aussage? So, das Stück ist sicher kein narratives Stück jetzt. Es gibt keinen Text, der hier zugrunde liegt, aber es gibt einen Subtext. Und der Subtext denkt schon über dieses Verhältnis zwischen einem selbstverantwortlichen monadischen Solo, einer Selbstdefinition im Solo und der Fesselung in einem Gesellschaftskontext. Das ist sozusagen der Vorgabe einer Sache. Und das ist genauso wie der Technorhythmus, wie der Stechschritt der Soldaten. Das ist genau dieses Changieren zwischen diesen beiden Dingen. Und darum bin ich auch, wie gesagt, ist die Unschärfe des Stücks auch eine Hoffnung des Stücks. Und da hast du noch genug Licht gehabt? Ja. Ich bin immer noch nicht ganz offen.